Hi ihr Lieben, ich bin Andi von White Coffee. Viele Grüße an Kultursafari. Yo, 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 liebe Leute, Ali Safari hier am Start, nicht alleine auf dem Kultursafari-Sofa, heute mit Jaco Dredd. Yo, yo, yo. Hallo, hallo. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, schön hier zu sein. Super nice. Wir kennen uns ja von einer Charity-Veranstaltung, die schon einige Jahre her ist. Oh ja. Das war eine Charity für ein Knastradio, wo der Moderator ein großer Reggae-Fan war. Und der hat eine Veranstaltung gemacht, wo Geld gesammelt wurde für dieses Radio. Und wir wurden da irgendwie wild zusammengemischt, beziehungsweise war da sogar auch Manu Reckling damals am Start. Ich glaube ja. Es ging, glaube ich, darum, dass dieses Knastradio, also die Insassen haben, glaube ich, selber Radio gemacht in so einem lokalen Radiosender und das sollte eingestellt werden, ne? Irgendwie sowas war das. Ja. Und deswegen sollten da Spenden gesammelt werden, irgendwie so kam das. Und auch Öffentlichkeitsarbeit dann gemacht werden, ne? Aber voll gut, dass wir uns da getroffen haben. Ja, wann war das? Was ist das noch? Oh, 2007, 2008 oder so? Ja, wenn nicht sogar 2006. 2006 könnte auch sein, weil ich habe, also mich hat dieser, hieß der, weißt du das? Alex. Du meinst jetzt den, der das organisiert hat? Knastradio? Ja, genau. Der hatte mich damals auf der Veranstaltung, wo ich Support für Mono und Nikita Mann gemacht habe. Jo, schöne Grüße auch. Ja, und das war, glaube ich, so in dem Jahr, so um den Dreh. Lange, lange her. Lange, lange her, genau. Und danach haben wir uns irgendwie auch in Erzen mal wieder getroffen bei einem Konzert und dann so die Zusammenarbeit auch so aufgenommen, ne? Genau, wir haben da jemanden gehabt, der viel Kultur gemacht hat da in Erzen, unserem Heimatort. Und der hatte, glaube ich, noch ein zweites Standbein hier in Bielefeld bei dir. Und ich glaube, so ist da die Connection zustande gekommen. Ich meine, der hat hier gewohnt und da gewohnt, so zwischen den Stühlen. Also Bielefeld gibt es ja auch. Schöne Grüße, schöne Grüße an Wolfgang auch an dieser Stelle. Hi Wolfgang. Ja, sag mal, aber wie kommt man denn, du kommst ja aus Erzen, das ist ja schon, wie ich das kennengelernt habe, so ein bisschen ab vom Schuss, sage ich mal, auf eine gute Art aber so, ne? Aber wie kommt man denn zur Reggae-Musik, vor allen Dingen dann auch schon relativ früh in deinem Leben wahrscheinlich? Ja, so richtig bewusst Reggae gehört, ja gut, das war dann Bob Marley als Einstiegsdroge. Ich kann mich noch an die Party erinnern, das war so eine der ersten Partys, wo ich damals hingegangen bin. Mit 10, 11 vielleicht, also ja, also noch mit um 10 zu Hause sein und Cola und Fanta trinken, so war das. Da war aber schon, vielleicht war ich doch 12, kann doch etwas später gewesen sein, da waren schon Mädchen interessant und dann wurden immer so ein, zwei Stücke gespielt von der Legend, von der legendären Platte von Bob Marley. Ja. Und ich kannte das nicht, aber das war so der Song, wo sich dann die Jungs die Mädchen gesucht haben und andersrum. Ah, okay. Ich fand aber die Musik eigentlich ziemlich ansprechend und durch Zufall hatte mein Nachbar diese Platte und dem brachte ich dann eine Kassette, er mir das dann von Platte auf Kassette wie das denn so war. Und ja, dann ging es los. Ah, ich habe dann von meinem Vater mal irgendwie so eine Sammelbox gekriegt, da war eine Marley-CD dann schon mit dabei, Peter Tosh und ich weiß nicht, noch irgendwas anderes. Mhm. Irgendwie so ein Dreier-Ding und dann kam das so peu à peu und wurde immer mehr. Und dann hast du deinen Bruder da, glaube ich, direkt mit angefixt, oder? Bei uns zu Hause lief sowieso ziemlich viel Musik, also wir waren schon sehr musikinteressiert, jetzt nicht unbedingt Reggae und sowas. Aber ich habe dann angefangen, in einer Ska-Band Gitarre zu spielen. Okay. Und da gab es auch schon einige Reggae-Einflüsse, denn neben dieser, es war mehr so Ska-Punk, also schon etwas, so wie man das so aus Europa kennt. Ja, ja gut, aber da waren einige Reggae-Einflüsse und so kam dann eins zum anderen. Und ja, mein Bruder hat das dann mitgehört, natürlich. Ja. Ne? Wir sind hier altersmäßig auch nicht so weit auseinander und fand dann die ein oder andere Sache auch ganz gut. Der hat auch mehr, kommt mehr so aus der Ska-Ecke und das andere kam dann erst später. Okay, aber ihr habt dann zusammen eine Band gegründet irgendwann oder ist das auch ganz anders gewesen? fast. Du meinst jetzt Navigation System wahrscheinlich. Ja, wir haben vorher schon viel Musik gemacht, auch teilweise zusammen, aber mehr so in unterschiedlichen Bands und Genres. Das war wirklich damals auch noch eher härtere Musik. Alles von Rock über Heavy Metal bis... Er hat auch damals in einer Punkband gespielt. Ach krass. Auch schon Schlagzeug damals. Und Navigation System war etwas anders. Das war nämlich 2005 war ich mit einem Kumpel auf Jamaika.
Sein Vater ist Jamaikaner, Mutter Deutsche, er ist aber selber nie da gewesen und so kam das denn zustande, dass wir denn da hin sind. Und er kam so aus dem Hip-Hop-Bereich und wir hatten damals aber schon beschlossen, lass uns doch mal musikalisch was zusammen machen. Mhm. Also da war eigentlich bei dieser Reise war schon klar, wenn wir wiederkommen, dann wollen wir irgendwie was in Richtung Reggae starten. Ja. Jetzt zu der Zeit, das war 2005, da kam ja auch diese ganze deutsche Reggae-Szene so ein bisschen in Gang oder lief da schon, ich weiß nicht, wann kam das erste Seed-Album raus, 2002. Also auf jeden Fall, dass man auch Reggae mit deutscher Sprache durchaus machen kann. Und das war halt unser Interesse. Wir haben uns dann ganz traditionell Singles mitgebracht und die B-Seite irgendwie in Rekorder dann gejagt hier bei uns in Deutschland und haben dann da irgendwas rüber gesungen. Und dann war Navigation System geboren, zu zweit. Ach, krass. So, da wir aber gerne mit ganzer Band spielen wollten, haben wir einfach die Musiker, die wir sowieso schon kannten, den haben wir dann gesagt, so, ihr dürft mitmachen bei uns, aber wir spielen halt Reggae. Ne? Ah, nein, das war halt eine Herausforderung, aber das war ganz witzig, weil halt alle aus unterschiedlichen Musikbereichen kamen. Ja. Und weil jetzt mein Bruder natürlich am ehesten noch was mit der Musik anfangen konnte, war der sowieso automatisch als Drummer dann mit dabei. Ja, cool. Aber das ist ja eine schöne Geschichte. Also gerade so wirklich von den Wurzeln auf Jamaika aufgesogen und der Energie hier nach Deutschland zu kommen und dann mit einem Kumpel erstmal so mit Rhythms zu starten. Ja, das war halt einfach so eine Fun-Sache, ne? Und da hast du dann auch angefangen zu texten oder warst du vorher auch schon Sänger in Bands? Nicht wirklich. Ich habe also höchstens mal so ein bisschen Background mitgesungen, also ja, das schon eigentlich, aber so richtig als eigenständiger Sänger und alleine da vorne, das war dann tatsächlich das erste Mal. Ach krass. Mhm. Guck mal, und geschrieben habe ich auch nicht viel. Also, als ich dich dann das erste Mal gesehen habe, 2006 oder so, dachte ich so, ja, die gibt es dann wahrscheinlich auch schon 20 Jahre nee, oder so. Wir hätten jetzt nächstes Jahr, werden 20 Jahre. Ah, okay. Wow, also, da gibt es was zu feiern. Das wird dann noch groß gefeiert, ja. Ja, schön. Und der Name Navigation System, ich finde das ja für damalige Zeit irgendwie auch einen ziemlich ausgefallenen Namen, weil so das gab es ja noch nicht so unbedingt überall in jedem Auto. Smartphones gab es auch noch nicht. Wie seid ihr darauf gekommen irgendwie? Also vorab mal war das mit der Namensgebung schon ziemlich blöd, ne? Weil gib das mal bei Google ein, du wirst als allerletztes irgendwas über unsere Kapelle finden. Also ja, das war natürlich dann, ja gut, aber da sind wir dann schon ein, zwei Jahre unterwegs gewesen und viele kannten denn den Namen, dann haben wir gesagt, jetzt ändern wir es auch nicht mehr. Ja. Ja, wie ist dazu gekommen? Das hat auch mit der Jamaika-Reise zu tun. Und zwar war ich ja da mit meinem Kumpel Patrick unterwegs, wir hatten einen Mietwagen, eine Woche lang, glaube ich, und sind dann kreuz und quer über die Insel und hatten uns da in 7 verschiedene Hotels eingebucht oder Unterkünfte. Und ich habe gesagt, mit Linksverkehr, komm, du fährst, ich lese Karte. Also Navi gab es nicht im Handy und auch nicht in dem Auto da irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob man da schon, es gab Navigationssysteme natürlich, aber es war, glaube ich, noch nicht so üblich, wie jetzt, dass da jedes Fahrzeug so ein Ding inne hat. Ne? Ja. Naja, und dann saß ich da wirklich mit der Karte und musste ihm dann immer sagen, Achtung Schlagloch und rechts, links. Und weil da, wo wir langgefahren sind, das waren schon etwas bessere Feldwege, also so wie man das von uns kennt. Das war schon sehr, sehr, sehr abenteuerlich. So eine Rallye praktisch. Da gibt es auch immer einen. Ja, genau so habe ich mich auch gefühlt. Also das war schon wirklich sehr abenteuerlich. Nächste Kurve 60 Grad. Manchmal echt schweißgebadet, dann abends angekommen. Ja, jedenfalls, wenn wir dann abends an unserer Unterkunft ankamen, haben wir dann auch oft dann irgendwie Leute noch kennengelernt und denen unsere Geschichte erzählt und wo wir jetzt gerade herkommen und wie wir das gemacht haben und welche Wege wir gefahren sind. Und der eine gab mir dann den Spitznamen Navigator. Ja. Und schnitzte mir dann noch so einen Becher mit Navigator irgendwie da drin, so, weil er das so geil fand. Ich gehe da mit der Karte rüber und. Hast du das noch? Habe ich noch, ja. Habe ich noch zu Hause. Schicke ich dir mal ein Bild. Können wir vielleicht hier noch mit einbauen. Ja, hoffentlich. Ja, und das war dann naheliegend, ne? Da wir ja quasi auch in dem Auto während der Fahrt beschlossen haben, zusammen Musik zu machen, nennen wir uns Navigation System. Also, mega. Also fertig. Super Story. Ja. Und einfach. Ja, auf jeden Fall. Aber man hat immer was zu erzählen. Ja. Jetzt habe ich im Vorgespräch schon rausgelesen, dass ihr gerade aktuell euch nochmal neu formiert oder zumindest es Bewegung in der Band gab. Genau, Bewegung ist ja eigentlich schon immer drin gewesen. Also aus der Urbesetzung, der Patrick hat nur ein Konzert mitgesungen damals. Dann ist er sowieso gleich, also 2005 auch wieder raus gewesen. Das war dann nichts für ihn. Der hat gerne gesungen, aber lieber für sich. Ja. Und aus der Urbesetzung sind nur noch Björn, also mein Bruder und ich, dabei. Und genau, der Rest hat ja immer mal hier und da Wandel stattgefunden. Du warst ja auch mal eine Zeit lang mit dabei als Gast. Ja. Habe ich auch eine gute Saison lang, ne? Ja.
Ja, und jetzt haben wir gerade jetzt letzten Montag das erste Mal zu dritt irgendwie eine kleine Session gemacht und geguckt, was bei rumkommt und ja, wir schauen mal. Ja, okay, cool. Sind gespannt. Das heißt, dein Bruder ist auf jeden Fall immer bei dir an deiner Seite. Ja, Gott sei Dank. Ne? Ja. Und unsere Keyboarderin Luisa, die ist auch noch weiter mit am Start. Und aber wenn man so die Geschichte sieht, ich weiß, ihr habt ja auch ein Studio und so Produktion, wäre das auch mal eine Option, in diese Richtung Musik komplett hauptberuflich irgendwas zu machen für euch? Hauptberuflich eher nicht. Also wir haben eine ganze Zeit lang auch gerade durch diese Studio-Geschichte das denn mal angeboten, irgendwie für andere Leute was zu machen. Machen wir aber auch nur noch ganz nebenbei, ja, weil Beruf, Familie und das Ganze, das ist dann doch vordergründiger und ja, um eine Familie und so weiter nur mit Musik zu ernähren, also das ist, ja, ist ein Risiko auf jeden Fall. Ein Risiko, ein absoluter Fulltime-Job, würde ich mal so sagen, und da der Spaß eigentlich an erster Stelle steht, haben wir uns dann letztendlich eigentlich schon immer dagegen entschlossen. Es lief mal besser, mal schlechter. Und ja, von meine, Leben werden irgendwann wir nicht. Hat man ja auch irgendwie dann nicht nur für sich selber zu sorgen. Ne? Und wenn man das dann nochmal als Verantwortung auf seinen Schultern hat, ist das wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ja, also wirklich eine Familie davon ernähren, die Option bestand eigentlich nie, aber die Prioritäten verändern sich ja auch so ein bisschen. Ja. Und irgendwann bin ich an so einem Punkt jetzt angekommen, ich muss auch gar nicht immer und ständig unterwegs sein. Ich mache gern Musik, ich bin auch gern mal weg, aber ich bin genauso gern zu Hause. Ja. Und da die Balance zu halten und da auch allem gerecht zu werden, das ist mir dann an der Stelle auch ganz wichtig. Ja, ja, nichtsdestotrotz, eine eurer Produktionen war der Rhythm Sampler für kleine Herzen. Der Herzrhythm, genau. Hm? Was wir vielleicht auch kurz einmal erklären könnten. Kleine Herzen, wie ist da die Verbindung? Was ist das für ein Verein? Das ist ein Verein an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und mein Bruder und seine Frau, die haben ein herzkrankes Kind. Die Kleine wird jetzt schon, wird 7, glaube ich, jetzt komme ich jetzt zur Schule, hat aber in ihrem Leben schon viel, viel mitgemacht und viel Zeit in der Klinik verbracht und Gott sei Dank, mittlerweile sieht das alles recht gut aus. Und die haben aber viel von diesem Verein Kleine Herzen in Hannover profitieren können, die machen da viel für die Familien und das war uns dann da auch ganz wichtig, da irgendwie ein bisschen was unterstützend zu machen. Und so kam diese Zusammenarbeit dann. Ja. Also mein Bruder könnte da jetzt viel mehr drüber erzählen mit seiner Frau. Mir war halt immer nur wichtig, da der ganzen Sache irgendwie einen Support zu geben. Ja. Und dann kam die Idee auf, einen Sampler zu machen, der praktisch zugunsten dieses Vereins verkauft wird oder eben auch gestreamt wird. Ich überlege gerade, wir hatten vorher, glaube ich, schon ein Konzert, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, organisiert. Ach stimmt, das Bild auch mit dabei. Für kleine Herzen. Richtig, ja, ich meine, das war vorher, vor dem Sampler. Und dann kam Corona, so war das nämlich. Und da wurde es ein bisschen langweilig. Und ich habe mit Mr. DK viel zu tun gehabt musikalisch. Mr. DK! Grüße gehen raus nach Afrika oder wo du dich auch gerade rumtreibst. Ja, ich glaube, und ich hatte dieses Instrumental, das basierte nur auf einem Gitarrenriff, Akustikgitarre von mir. Mhm. Habe ich auch live oft gespielt und so weiter. Und irgendwie war mir langweilig. Und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht da ein bisschen ein Beat drauf basteln will. Und ja, so ist denn ein schönes Instrumental voll entstanden. Mhm. Ja, super Ding. Und weil wir live irgendwie zu der Zeit ja nur noch gar nichts zu tun hatten, haben wir gesagt, dann fragen wir doch einfach mal ein paar Leute. Mhm. Oder nee, war gar nicht. Wir haben das Ding irgendwie ins Internet gestellt als Instrumental und wer möchte, kann sich doch gerne an uns wenden. Wir wollen da einen Sampler machen und das Ganze soll zugunsten des Vereins Kleine Herzen werden und so weiter. Benefitsache. Ja, und dann nahm das so seinen Lauf. Ja, können wir vielleicht nochmal einen Aufruf starten? Liebe Leute, diesen Sampler gibt es noch und die Einnahmen gehen nach wie vor an den Verein Kleine Herzen in Hannover? Nein, nicht ganz. die okay. Aktion ist quasi beendet. Okay. Und ich habe auch den Sampler vor einiger Zeit aus den Downloadportalen rausgenommen, weil uns das einfach nur noch Geld gekostet hat. Oh. Also okay. Wir haben da ein Jahr gut mit. Also mit den Online-Verkäufen jetzt auch nicht. Wir haben physisch denn CDs gemacht, mit denen kam ein Großteil der Spenden rein. Da haben wir gut mit spenden können. Und online haben wir es ja nur veröffentlicht, damit es halt überall verfügbar ist. Weil ohne solche, du kennst das auch, ohne solche Veröffentlichungen läuft es halt nicht. Ja. Aber das war auch nur ein gutes Jahr interessant, weil wir haben dann ja auch keine Werbung mehr gemacht.
Okay. Irgendwann war das Ding dann verkauft sozusagen, oder die, die es haben wollten, die hatten es. Und dann sind uns dann letztendlich in den letzten Jahren nur noch Kosten entstanden dafür, okay, dass es da überall verfügbar ist. Und wir werden es wieder neu nochmal bei YouTube oder sonst wo die ganzen einzelnen Songs raushauen. Aber im Moment ist es eher wenig. Das werden also keine Erlöse im Moment, genau, damit generiert. Genau. Liebe Leute, leider seid ihr ein bisschen zu spät gekommen, um vielleicht jetzt noch einen Sampler oder eine CD zu bekommen. Aber es gibt auch vereinzelte Videos, auch von meinem Lied. Und wenn ihr Lust habt, setze ich das gerne mit in die, in die Information unter das Video. Und dann könnt ihr zumindest mal reinhören, worum es hier geht. Genau. Und wer trotzdem noch eine CD haben will, kann sich natürlich gerne an mich wenden. Das war damals alles handgemacht. Okay. Also wir haben alles extra so Rohlinge in Plattenoptik gekauft, die Aufkleber alle drucken lassen. Denn das Cover so in Herzform, halt passend zur Aktion und so weiter. Da gibt es noch Material zu, und wer da CDs haben möchte, damit sind auch die, das war auch die Haupteinnahmequelle dieser physischen CDs. Ja, perfekt. Ne? Also. Liebe Leute, hier gibt es CDs. Und dann kann die Spende auch weitergehen. Ja, CDs sind auch gut, die hat man dann auch zu Hause, und dann kann auch mal das Internet abstürzen. Richtig. Und man hat trotzdem Musik. Ja, wo wir auch eher wieder bei dem Thema wären, wie könnt ihr uns unterstützen, was hilft uns? Und da sind tatsächlich diese Streaming-Plattformen für uns auch eine große Bürde und auch eine Kostenfrage, wenn da nicht genug Streams generiert werden, leider. Ne? Also so ist es. Also verdienen tut man damit, du weißt es sicherlich selber, Künstler in unserer Position überhaupt gar nichts. Ja, es ist zumindest müßig, und es sind kleine Einheiten, die man so zusammensucht, und am Ende kann ich oder wir eben auch noch nicht davon leben. Leider, leider. Ja, aber was ich so sonst so aus deinem Umfeld oder so aus meiner Bekanntschaft zu eurer Band so raus oder mitgenommen habe, ist, dass ihr gut vernetzt seid. Also ihr habt schon viele Freunde in dieser Reggae-Szene gewonnen und viele Kontakte. Ich weiß, dass zum Beispiel Ganjaman auch irgendwie jemand ist, mit dem du regelmäßig auch irgendwie früher Auftritte gemacht hast oder zumindest auch in Studioarbeit irgendwie zusammen. Studioarbeit weniger, Auftritte haben wir ein paar zusammen gemacht. Ja, wir waren immer dreist, ne? Und haben die Leute einfach angeschrieben und angehauen und haben gesagt, wenn in Hameln schon nichts los ist, dann holen wir doch die Leute nach Hameln. Ja. Und so kam zum Beispiel mit Ganjaman auch das erste Treffen dann zustande. Ja. Dass wir ihn einfach für ein Konzert nach Hameln geholt haben. Ja. Und da lassen wir uns ja nicht lumpen, dann spielen wir natürlich als Vorband dann irgendwie. Okay, ne? Cool. Und ja, es waren so viele, viele kleine Zufälle. Wir haben ja schon zu Anfang über diese Radiosendung von unserem lokalen Radio gesprochen, und der Alex, der das damals gemacht hat, der hat ja auch seine eigene Reggae-Sendung. Und der kriegte dann irgendwie auch mit, dass wir die Art von Musik bei uns im Weserbergland machen, und lud uns mal ein. Und in der gleichen Sendung waren, die kamen aus Hildesheim, da hinten Saarstedt, die Ecke. Die haben, ach, das war dieses erste Internetportal mit Reggae, Deutsch, ganz viel. Jetzt musst du mir mal helfen, wie hießen die nochmal? Oh. Nicht Reggaeville. Reggae Town. Reggae Town, okay. Ist dir ein Begriff zufällig? Ja, jedenfalls die beiden, die das damals aufgebaut hatten, die hatten wirklich gute Kontakte so in die ganze Szene. Die waren in die gleiche Sendung eingeladen wie wir. So haben wir die kennengelernt, und dann kam so eins zum anderen. Also, dadurch kamen dann Auftritte für euch. Richtig, so. Und da haben wir die Leute kennengelernt. Die hatten viel damals mit Manu Ranki und Goldie zu tun. Und so haben wir die dann kennengelernt. Die sind ja dann auch kurz danach nach Hameln gekommen. Ja. Hier, der alte Ur-Bielefelder Uwe Banton, den haben wir ja auch mit nach Hameln genommen. Der kannte den Alex wieder aus dem Radio. Also das war dann so, einer kennt wen anders, und dann kam das so zustande. Ja, gerade so in den, sag ich mal, Anfängen einer Szene ist das ja immer sehr eng und sehr familiär so. Genau. Ja. Ja, und voll schön, dass ihr auch irgendwie die Kultur um euch herum dann eben so ein bisschen auch mitgeprägt habt und so auch auf eure Art und Weise ein bisschen Reggae nach Hameln gebracht habt. Ne? Ja. Das schon. Gibt es denn jetzt irgendwie oder aus dem letzten Jahr oder so irgendwas, was man den Leuten da draußen unbedingt noch mal mit auf den Weg geben sollte, was so aus eurem Hause kommt? Ja, wie gesagt, bei uns ist ja nun gerade viel im Wandel. Ja. Und wir gucken jetzt überhaupt erstmal, wo die musikalische Reise denn weiter hingeht. Ja. Und ja, was war denn? Letztes Jahr war zum Beispiel Reggae im Handfeld. Ja. Das war ein sehr, 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 sehr schöner Auftritt. Ja.
Was soll ich den Leuten da jetzt mitgeben, die nicht da waren? Haben wir es verpasst. Ja, Reggae im Handfeld gibt es aber dieses Jahr auch wieder. Also nächstes auch Jahr, glaube ich. Ne? Nächstes Jahr, alle zwei Jahre? Nein, das ist alle zwei Jahre stattgefunden. Ja, das kann sein. Ist auf jeden Fall eine Reise wert und ja, immer Augen und Ohren offen halten. Jo, Reggae People da draußen, es kommt auf jeden Fall was Neues. Wir bleiben am Ball, natürlich. Navigation System, was Jungle Neues Red. Kommt auf jeden Fall. Jo, dann danke ich dir, dass du hier warst. Und ich danke dir für die Einladung. Alles Gute für die Zukunft und euch da draußen noch einen schönen Tag. Auch gewünscht. Und tschüss. Ciao. Die Reggae Hour bei Radio Radioaktiv präsentiert eine Benefits Charity Jam für das Projekt Knastradio. Mit dabei sind Manu Ranke, der Golden, die Band Navigation System, Ali Safari und Uso, die Sound Systems, Raga Roma Force und The Snowman No Cry Collective aus Hannover. Die Charity Jam für das Knastradio findet statt am Freitag, 5. Mai im ESV Sportheim, Tönnebühlenweg 2 in Hameln, Start 21 Uhr. Oh ja! Yeah.